Ergänzung zu unserer ersten Übung, in der wir ja das zerrissene Bild, das wir hier jetzt sehen, zusammengefügt haben, möchte ich in dieser Übung eine Auswahl dazu benutzen, um einen Bildteil umzukolorieren. Und zwar soll es dieses Autodach sein, das wir uns zu dem Zwecke jetzt erstmal etwas genauer anschauen. Die rückwärtige Kante erscheint einigermaßen scharf, während sie zum Vordergrund hin, wie wir das hier sehen, deutlich unschärfer wird. Das liegt am schärfentiefen Bereich des Bildes. Gehen wir etwas ins Detail. Über das Gedrückthalten der Steuerungs- und der Leertaste können wir mit der linken Maustaste nun über die Zoomlupe das Bild etwas stärker heranzoomen und über das Gedrückthalten der Leertaste allein uns auch hier den Bildausschnitt ganz genau bestimmen. Das geht übrigens auch über den Navigator. Wenn ich mir jetzt hier diese Kante angucke, sehen wir schon, dass sie in mehreren Pixeln tatsächlich auch unscharf ist. Also in der Verkleinerung hat man das nicht gut sehen können. Immer auf eine gute Zoomstufe herangehen. Und wenn wir das hier abzählen, sind es ungefähr 4 Pixel. Wir können das Ganze aber auch erreichen, indem wir jetzt zum Beispiel über die Auswahl im Pipettenwerkzeug uns das Linealwerkzeug heranziehen. Vorher darauf achten, dass wir Klick rechts das Lineal auf Pixel umgestellt haben und dann können wir hier direkt die Unschärfe in dem Bild abmessen. Ich mache das jetzt mal hier vom ersten fast komplett transluzenten Pixel bis zum ersten opaken, also deckenden Pixel, lasse jetzt dann los und kann hier in der Optionsleiste 4 Pixel ablesen. Das ist also der unschärfen Bereich dieser Kante. Über Löschen deaktiviere ich das wieder und merke mir die Zahl, damit ich das später bei der Auswahl berücksichtigen kann. Über die Tastenkombination STRG ALT 0 habe ich mir mein Bild wieder auf 100% Zoomgröße verkleinert. Wir werden nun über das Polygonlasso unsere Auswahl erzeugen. Dazu zoome ich jedoch wieder etwas heran, STRG Leertaste gedrückt halten und einfach durchklicken, so weit heranzoomen, bis wir unseren Rand gut erkennen können. Ich wähle mein Polygonlasso aus, versuche jetzt hier einigermaßen genau zwischen das zweite und dritte Randpixel zu klicken und setze eben durch Drücken der linken Maustaste meine entsprechenden Auswahlpunkte. Falls ihr euch da übrigens mal verklicken solltet, ich mache das jetzt mal hier mit Absicht, dreimal verklickt, über die sogenannte Backspace-Rückschritt-Taste könnt ihr die gesamten Klickpunkte wieder rückgängig machen, die ihr eben nochmal setzen möchtet und das Ganze dann entsprechend genauer wiederholen. Und hier geht es jetzt dann weiter. Ich klicke und klicke so genau, wie es eben geht und komme jetzt hier natürlich an die Rundung des Autodaches, wo dies in die Frontscheibe dann übergeht und muss hier auch jetzt etwas weiter natürlich klicken, das war jetzt etwas zu ungenau, Backspace-Taste drücken und muss hier natürlich auch entsprechend wegen der Rundung etwas mehr Punkte setzen. Leute, und je höher die Auflösung des Bildes ist, und dieses hier ist ja jetzt nun mal nicht so wahnsinnig hochauflösend, umso genauer könnt ihr eben solche Kurvenradien durch Klicken erzeugen. So, ich klicke hier jetzt außerhalb des Bildes, benutze einfach durch Gedrückthalten der Leertaste meine Verschiebehand und kann jetzt hier bis zum linken Bildrand meinen Bildausschnitt verschieben und hier über einen Doppelklick diese Auswahl schließen und über STRG ALT 0 schauen wir uns an, ob wir das korrekt erzeugt haben und das sieht schon mal recht gut aus. Nun, wie hat man jetzt in sehr alten oder älteren Photoshop-Versionen mit dieser Auswahl verfahren müssen? Zum einen hatte man natürlich die Möglichkeit, diese Auswahl über Auswahl, Auswahl verändern, noch nachträglich zu modifizieren, zum Beispiel mit einer weichen Kante. Das hat man dann eben angewählt und da wir ja jetzt gemessen hatten, dass wir einen 4 Pixel weichen Rand in diesem Bereich des Autodachs haben, wählen wir einen Radius von 2. Radius mal 2 ist gleich Durchmesser, das wären dann also 2 mal 2 sind 4 Pixel und die Welt wäre soweit in Ordnung. Ich gehe mal auf Abbrechen. Das machen wir heutzutage so nicht mehr. Heute haben wir die Möglichkeit, über die Selektion einer Einstellungsebene gleichzeitig die Auswahl als Maske zu sichern, zu modifizieren und die Tonwertkorrektur, die wir uns wünschen, herbeizuführen. Wenn ich jetzt hier eben zum Beispiel mal wähle Farbtonsättigung, was ein hervorragender Dialog ist, um eben etwas umzukolorieren,
dann erhalte ich eine Eigenschaftspalette und eine zusätzliche Ebene. Und in dieser Ebene kann ich eben dann entweder Farbton Sättigung modifizieren oder die Maske. Und das geschieht ja auch sehr bequem über diese zwei Schalter in der Eigenschaftspalette. Nun, ich mache jetzt mal Folgendes, damit man das Ganze gut nachverfolgen kann. Ich färbe jetzt nach Auswahl eben von Farbton Sättigung das Autodach entsprechend mal blau ein und nehme auch etwas hier die Sättigung runter. Das ist mir etwas zu knallig in diesem Zusammenhang. Bei dem Rot hat es noch gut gepasst. Hier ist man das zu kräftig. Und wir sehen, wir haben jetzt hier eine entsprechende Kolorierung erzielt. Allerdings haben wir hier noch einen etwas gut sichtbar vorhandenen roten Rand. Ich zoome das mal über Steuerung gedrückte Leertaste und durch Klicken mit der linken Maustaste mal heran und hier sieht man es halt besonders gut. Okay, wie können wir jetzt rein theoretisch weiterverfahren? Nun, wenn man jetzt auf dieses Maskierungssymbol draufklickt, könnte man jetzt zum einen die Deckkraft der Maske etwas niedriger setzen und zum anderen auch hier eine weiche Kante erzeugen, die etwas kräftiger ist, aber damit wird das Problem nur leicht abgemindert, verschwindet aber nicht, denn durch die weiche Kante erhalten wir eben einen weichen Saum um das Autodach, der dann rötlich erscheint. Das kommt also nicht so gut. Hier habt ihr übrigens noch Zusatzoptionen, um Auswahlbereiche dann entsprechend noch hinzuzufügen oder zum Beispiel Vektormasken zu ergänzen. Aber ich schmeiße das mal weg. Das brauchen wir hier jetzt in diesem Zusammenhang nicht. Also das nützt uns leider recht wenig. Aber wie kommen wir nun an die entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten der Maske heran? Das geschieht nicht über diesen Eigenschaftspalettendialog, sondern über die rechte Maustaste. Wir klicken auf die Maske drauf und erhalten einen Dialog, der uns anbietet, dass wir die Maske verbessern können. Und wenn wir das anwählen, erscheint hier wieder die Maske entsprechend als Auswahl. Das Ganze könnt ihr euch übrigens dann auch optisch entsprechend aussuchen. Hier über diese Anzeigemöglichkeit Auswahl und Masken durch Überlagerung, durch auf Schwarz, auf Weiß, Schwarz-Weiß entsprechend, also die Maske, wie sie im Original ausschaut, oder auf Ebenen, wie ihr das haben möchtet. Ich lasse es jetzt mal so. Achtung, ihr habt ja noch Zusatzoptionen, einen Radius anzuzeigen oder eben Original anzuzeigen. Das können wir uns dann nochmal in einem anderen Kontext zusammen anschauen. Aber wenn ich das jetzt hier so entsprechend manipuliere, kann ich zum Beispiel die Kante der Maske entsprechend verschieben. Und wenn ich das jetzt mal mache und hier weiter in diesen Bereich hineingehe, dann seht ihr schon, erhalte ich nicht nur eine Verschiebung, sondern auch eine Verhärtung der Maske und dem kann ich jetzt entsprechend über die weiche Kante noch entgegenwirken. Und das ist natürlich eine super gute Möglichkeit, um jetzt hier im Nachhinein die Maske entsprechend ganz feinfühlig und sensibel zu modifizieren. Und wenn ich jetzt hier in das Bild hineingehe und eben mit gedrückt gehaltener Leertaste durch das Bild navigiere, habe ich hier eben noch viel mehr Möglichkeiten, um entsprechend diesen Rand noch perfekter zu gestalten. Und hier seht ihr jetzt schon, ist das Ganze sehr gut gelungen. Und die einzige Ausnahme bildet jetzt dieser Rand. Und hier werden wir verfahren müssen, wie das in alter Vätersitte auch war. Wir müssen die Maske direkt manipulieren. Ich bestätige mit OK. Dazu muss man jetzt in Photoshop erstmal eines wissen. Und zwar ist es so, dass jegliche Auswahl in Photoshop im Prinzip nichts anderes ist als ein Graustufenbild. Und dieses Graustufenbild können wir uns sogar anzeigen lassen, indem wir nämlich einfach bei gedrückt gehaltener Alt-Taste auf diese Maske in der Ebenenpalette einmal draufklicken. Und jetzt seht ihr, dass wir hier also einen Auswahlbereich haben, der als Graustufenbild fungiert, mit einer weißen Fläche, mit einer schwarzen Fläche und es wird einen nicht wundern mit einem ungefähr 4 Pixel unscharfen Rand, den wir uns eben durch diese Eigenschaftsmöglichkeiten bzw. Maskierungsverbesserungsmöglichkeiten erzeugt haben.
So, wie kann uns aber dieses Graustufenbild jetzt nützen? Nun, in diesem Graustufenbild könnt ihr auch malen. Und das geschieht folgendermaßen. Ich halte wieder die Alt-Taste gedrückt und klicke auf die Maske drauf. Sobald man die Maske anwählt, wechseln Vorder- und Hintergrundfarbe. Und wenn ihr den Standard eingestellt habt, was durch diese Schaltfläche in der Werkzeugpalette passiert, dann habt ihr eben jetzt als Malfarbe weiß. Und das ist eben auch sozusagen die Maskierungsfarbe. Ich wähle mir nun einen Malpinsel aus und stelle den auf eine sehr weiche Kante ein, in einer recht kleinen Größe. Hier habe ich jetzt mal 6 Pixel gewählt, das können auch 3 bis 4 Pixel sein, das ist mal ganz egal, ungefähr so. Aber dadurch, dass dieser Rand auch sehr weich ist, ohne eine Härteeinstellung, also das kann man auch hier frei wählen und nach Gusto dann selbst entscheiden. Und jetzt kommt's. Ich bin in dieser Maske jetzt drin und Achtung, ihr arbeitet jetzt nicht auf sozusagen auf der blauen Fläche oder auf dem Bild, sondern ihr arbeitet direkt in der Maske. Und jetzt kann ich eben durch gedrückt halten der linken Maustaste und durch Überstreichen der Randzone mit meiner weichen Maskierungsfarbe entsprechend agieren. Und wenn ich dann hier in der Optionsleiste jetzt beispielsweise die Deckkraft entsprechend erhöhe oder niedriger einstelle, dann kann ich das auch hier noch weiter so manipulieren, dass es eben etwas schneller geht oder entsprechend langsamer. Aber ich kann das jetzt ganz sensibel selber durchmalen, entsprechend noch verfeinern. Jetzt sieht doch die Sache schon mal recht perfekt aus und über Steuerung Alt 0 zoome ich das Bild ein. Was hat diese Arbeitsmethode nun für einen ganz gewaltigen Vorteil? Nun, es ist so, früher hat man solche Korrekturen wirklich auch über den Auswahlbereich direkt im Autodach durchführen müssen und das dann entsprechend im Bild sozusagen verewigen müssen. Und sowas nennt man eine destruktive Korrektur, weil ja das Original verändert wird. Hier verändert ihr das Original nicht, denn ihr könnt durch Wegklicken des Auges zum einen den Ursprungszustand sofort wiederherstellen und zum anderen ist es so, ihr könnt immer wieder nachträglich dieses Bild modifizieren und auch die Auswahl entsprechend ändern, wenn ihr das wollt. Wenn ihr jetzt beispielsweise über einen Doppelklick hier auf dieses erste Symbol klickt, dann habt ihr eben wieder den Dialog Farbton Sättigung und könnt entsprechend das Bild farblich umarbeiten. Und alles wird auch genauso präzise und klar erzeugt, wie ihr das vorher angelegt habt, eben nur mit einer anderen Farbe, mit einer anderen Helligkeit, mit einer anderen Sättigung, ganz wie ihr das haben möchtet. Und das Ganze auch über Jahre hinweg, denn wenn ihr das Bild jetzt dann so abspeichert als Photoshop oder als TIFF-Datei, dann habt ihr eben diese nachträglichen Korrekturmöglichkeiten auch nachdem Photoshop geschlossen und wieder geöffnet worden ist. Und das war eben in den guten, ganz alten Zeiten von Photoshop, als es noch kein CS gab und kein CC, war das eben etwas schwieriger zu realisieren.